Es war einmal vor ungefähr 10 Minuten im Amplonius-Gymnasium in Rheinberg. Also das finde ich eigentlich voll schön, nur das ist halt irgendwie viel zu dunkel. Also das sieht eher nach einer Beerdigung aus als nach einem Abiball. Ich will halt schon irgendwas Schönes. Das finde ich zu langweilig. Das finde ich auch schön, aber ich glaube, das ist zu hell für mich, glaube ich. Ich brauche irgendwas Dunkleres, irgendwas mit Farbe oder so. Ja, dann sehe ich total blass drin aus. Das steht hier schon. Obwohl, du könntest doch vielleicht besser Farbe nehmen. Nee, das ist auch zu schwarz. Und das finde ich mega geil mit diesem, boah, mit dem Tüll und das Glitzer und so, finde ich richtig schön. Bist du dir sicher? Ja, klar. Ich meine, das ist unser Abiball. Ich finde das zu auffällig. Warte mal, Hannah hat mir geschrieben. Voll das Problem. Herr Pattberg hat mich gerade angesprochen und wir haben viel zu wenig Geld für einen Abiball. Wir brauchen irgendwie Geld. Was sollen wir jetzt machen? Hey, wie jetzt? Ihr Ernst? Bedeutet das, dass wir kein Geld haben für unseren Abiball? Ja, auf jeden Fall zu wenig. Wie sollen wir denn jetzt noch so viel Geld auftreiben? Alter, scheiße. Was sollen wir jetzt bitte machen? Hast du irgendeine Idee, was man jetzt noch machen kann, so kurzfristig? Nein, aber ich habe auch schon mein Abiballkleid. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, kacke, ich habe jetzt freie Stunde. Ich versuche mal, mir irgendwas zu überlegen. Vielleicht fällt mir ja noch was Gutes ein, wo wir schnell Geld verdienen. Kurz darauf im Rheinberger Stadtpark. Boah, so ein Scheiß, ey. Wie sollen wir denn in so kurzer Zeit so viel Geld für einen Abiball zusammenkriegen? Das schaffen wir niemals. Das hat nicht mal irgendeiner eine Idee. Hallo! Hallo. Ich hab dich gesucht. Wieso machst du es mir auch so schwer? Keine Ahnung, wovon du redest. Wer bist du und warum hast du ein Arschkostüm an? Denk doch mal nach. Worüber hast du gerade gesprochen? Über mein Abiball? Ja, und was ist euer Motto? Simsalabim, das Märchen hat ein Ende. Und wonach sehe ich aus? Nach einem ziemlich bescheuerten Frosch. Hast du schon mal was vom Froschkönig gehört? Ja. Der dir deine Wünsche erfüllt, wenn du ihn küsst? Ja. Also was musst du jetzt machen? Absolut keine Ahnung, was du von mir willst. Also, dumm ist er schon. Also, wie wär's denn, wenn du mich küsst? Vielleicht springt dann da auch was für dich bei raus. Nee, danke, ich habe einen Freund, aber nett. Gut, also willst du keinen Abiball? Verstehe ich. Schon, aber ich glaube nicht, dass du genug Geld hast, um den zu finanzieren. Ich nicht. Aber ich könnte dir helfen. Versuch's doch mal. Ich soll dich jetzt ernsthaft küssen. Ja. Aber nicht mit Zunge oder so, ne? Nein. Naja, für irgendwas wird's schon gut sein, ne? Oh mein Gott. Komm mit! Und das war's jetzt, oder wie? Bleib stehen! Simsa, 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 Grill!